Gary Loeb, hört mir zu. Okay. Mann, halt doch die Klappe, ich spreche mit meinen Abonnenten. Tut mir leid. Eine harte Zeit steht mir bevor. Wäre diese Zeit eine Wand, dann wäre diese Wand so hart, dass jeder, der gegen sie schlägt, schwere Handverletzungen davontragen würde. Man muss schon massiv dumm sein, um gegen diese Wand zu schlagen. Ich bin froh, euch in dieser harten Zeit an meiner Seite zu wissen, ihr Säcke. Warum beleidigst du deine Abonnenten? Ich sagte, du sollst die Fresse halten! Ihr seid alle Säcke. Lasst mich euer Anführer sein. Und nun zieht hinaus und verbreitet meinen Namen. Schreibt meinen Smiley an allen Stränden in den Sand. Malt ihn euren Freunden, wenn sie schlafen, mit einem Edding aufs Gesicht. Pisst ihn in den Schnee. Kackt ihn in den Wald. Wie? Sag mir einfach nur, wie soll man einen Smiley kacken? Halt's Maul! Mach's einfach! Aber Leute, nichts mit Graffiti. Das ist illegal. Das könnt ihr nicht machen. Lasst das. Nee, ist böse. Ist sehr, sehr böse. Böse ist das. Und schreit meinen Namen aus dem Fenster. Gary Logie! Seht ihr nicht, was das ist? Was wir sind? Wir als Community, wir als Säcke können gemeinsam stark sein. Wir, die Säcke, können alle so hart auf den Sack gehen, dass alle selbst zu Säcken werden. Ich werde jedem Einzelnen mit meinen Videos sowas von auf den Sack gehen. Bis jeder in Deutschland ein Sack ist. Ich sollte schon mal anfangen, mein 1-Million-Abo-Special zu drehen. Also zieht ihn... Verdammte Scheiße! Also zieht hinaus und geht allen auf den Sack. Zieht hinaus, Säcke. Geht. Geht. Haut rein, aber nicht ins Gesicht. Ach, und könnt ihr mir auf dem Rückweg einen Schokomilchshake mitbringen? Das wäre echt galaktisch. Guck bei Mr. Ironheart vorbei, sonst schneide ich dich in Stücke. Alter, was habe ich da wieder für eine Scheiße gedreht?